Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Hermanns Eck. Ja, der ultimative Test, liebe Leute, ne? Hier, Lenkrad ist ein Stissel, ne? Aber noch nicht richtig Tüfte, also ganz ehrlich. So, wir wollen mal los. Lieber Zuschauer, dein Wunsch ist erfüllt. Wir haben Deutz. Wir wollen mal den Striegel zum Hof bringen. Wollen wir anfangen zu striegeln, ne? Ich hatte einen Frontlader dran gemacht. Das ist echt alles nur ein bisschen semi-professionell hier mit dem Lenkrad, ne? Hast du auch nur zwei Pedale? Muss man sich auch erst dran gewöhnen, ne? Sechs Gänge? Der hatte doch nur vier, oder? Hatte der damals sechs Gänge? Ich meine, der hat nur vier gehabt, ne? Das ist echt ungewohnt, ne? So, wo fangen wir an? Fangen wir hier an? Ich muss aber jetzt mal Laterne anmachen, ne? Ihr seht ja gar nichts. Ich sollte mal vorspulen, ne? Aber ich habe mir gedacht, ich fange mal an. Oh, sitze ich hier hoch drinne oder liegt das an mir, ey? Ich sehe das auch alle gar nicht. So, mach mal runter. Striegeln. Fangen wir mal im ersten Gang an, wa? Ist ja nur zum Düngen, ne? Dass wir ein bisschen eine Düngestufe draufkriegen, aber es ist echt alles sehr ungewohnt wieder, ne? Das Lenkrad, das wackelt noch hin und her. Muss er noch festmachen. Ich habe mir so ein Drift-OC, weißt du, für 60 Euro bei Amazon. Ja, bis du das aktiviert kriegst, ey. Da musst du ja heutzutage für studiert haben. Mann, ey, alles nur, damit du wieder ein bisschen LS17 zocken kannst, ne? Ist ja schon krass, oder? Oh, guck mal, wir kriegen sogar Düngestufe drauf. Das ist echt fantastical, ne? Aber wir können auch jetzt mit Gearbox spielen. Weil ich habe das ungefähr eingestellt. Mir fehlt zwar ein Kupplungspedal, aber ich habe jetzt automatische Kupplung, ne? Dass wir hier mal ein bisschen an den Start kommen, ne? Wir müssen ja auch mal was schaffen. Wir schaffen nichts hier in LS17. Hermanns Eck. Weil es alles in der Buchse geht bis jetzt. Aber wir können LS17 zocken, liebe Leute. Sofern das Lenkrad auch aktiviert bleibt, ne? Weiß ja alle nicht. Was flackert das da rum? Mit der Dorts. Ne? Hier so ein bisschen rumheizen. Wir werden nicht alle Wiesen bewirtschaften, liebe Leute. Das geht nicht. Morgen hochschalten, ne? Wir wollen ja auch noch ein bisschen fertig werden hier mit dem alten Striegel. Wir haben ja noch nichts geschafft im Endeffekt. Ich werde nachher noch ein bisschen Korn umfahren. Aber wichtig war es mir jetzt erstmal hier so ein bisschen zu striegeln, ne? Und siehst du eigentlich ganz okay, oder? Ja, kannst mit leben. Der 130-06, der zieht halt, ne? Schnuckel ich dran lang. Oh, kriegst ja Arme wie Popeye. Egal, wir können einigermaßen vernünftig fahren, ne? Mit dem Lenkrad, da werde ich nur eins. Wird mir das noch vernünftig einstellen. Wenn ich hier sehe, wo wir lang gefahren sind. Das wackelt noch hin und her. Aber es ist schon mal tausendmal besser wie vorher. Was meint ihr? Kann man sich besser angucken, ne? So läuft. Liebe Leute, es läuft. Kriegen ein bisschen was geschafft. Ich werde gleich noch Maschinen zum Hof fahren. Ich denke, dann werde ich mal eben Curse Player ansetzen, ne? Aber ich muss dann vorher drüber düngen. Dann müssen wir eigentlich noch Oleg und Bolleg ein bisschen Dünger holen. Ja, mal gucken, ob wir das noch zusammen machen nachher. Ich muss auch noch ein paar Mods suchen. Ich finde, es ist auch noch ein bisschen dunkel hier, ne? Muss jetzt nicht alles auf Millimeter gedüngt werden, aber so ein bisschen, ne? Zeug ein bisschen hochstellen, oder? Vielleicht wird das doch mal ein bisschen heller hier, ey. Ist ja krass dunkel, oder? Und besser wird's immer noch, ne?
Vorwärts-Rückwärts-Schaltung nur umlegen, ne? Auch runter und hoch machen. Ah, egal. Kriege ich noch hin. Hauptsache der Deutsche rennt, ne? War ich gerade ein bisschen abgelenkt, ne? Aber genau das hier, das vermisse ich, ne? Die Striegel. So für die Wiesen und so, ne? Das war in LS17 ist das schon genial, oder? Liebe Leute, sag doch mal ganz ehrlich, ne? Vermisst ihr das nicht alles so ein bisschen? Ein bisschen hier rumtütern? Ich muss die Tasten noch vernünftig belegen, alle mit ausheben und hochmachen, ne? Das habe ich noch gar nicht. Das dauert auch erst wieder ein paar Tage, bis du halt alle vernünftig eingestellt hast oder so. Aber so habt ihr wenigstens für morgen früh eine schöne Folge. Mal eine, die du dir auch angucken kannst, ohne dass du gleich hier... Aber wir müssen auch noch ein Bildchen gleich machen, ne? Ah, das kann ich aber ohne euch, glaube ich. Muss das vorwärts, rückwärts irgendwie aufs Lenkrad legen, ne? Ich glaube, wir müssen hier hin, ne? So, komm, Junge, gib Gas. Go, go, Gadgetto. Oder wie sagt man so schön, ey? Ich war gar nicht bei der Sache, ne? Merkt man direkt, ne? Bin hier direkt schon am Überlegen, wie ich die Tasten belege, ne? Was war das denn hier? Ach, das schaltet jetzt nicht, weil ich dir ein Dings drin hatte, ne? Aber ist auch nur so ein Duster hier. Ich sehe gar nicht, wo ich lang fahren muss. Hier muss ich lang. Schon krass, ne? Schon genial. So, da sind wir. Haben wir Schitte gefahren, ne? Muss hier echt vorspulen, damit man das vernünftig sieht. Ich nehme es mir jedes Mal vor und ich vergesse doch, ey, wir lassen die Zeit noch ein bisschen schneller laufen. Vielleicht geht das dann irgendwann mal besser. Das muss ja auch mal taghell werden hier. Wir kriegen unsere vier Flächen kriegen wir ruckzuck gesät. Aber das muss ja auch mal hell werden hier, ne? Hier müssen wir hin, ne? Ja, läuft. Ich guck da immer noch nach, ne? Weil ich immer noch die alten Einstellungen benutze, ne? So, Bildschirm ist an Stissel. Nehmen immer die Knöpfe vom LS19. Und die sind hier nicht belegt. Echt, da muss ich mich noch tierisch dran gewöhnen. So, dann kann der New Holland aber auch gleich noch weg. Da kriegen wir noch irgendeinen anderen Schlepper für. Ich weiß noch nicht, was für einen. Guck mal noch. Aber hier sind wir jetzt mal fertig. So, kloppt dich mal ein. So, liebe Leute, dann sage ich erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann macht den Daumen runter. Schreibt vielleicht einen Kommentar dazu, das ist manchmal ganz nett, ne? Das fände ich zumindest persönlich auch ganz cool. Und wenn es euch gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.